Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Torremolinos Bundle von Farid Bang. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Torremolinos von Farid Bang, das Ganze am 6. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Es ist, um genau zu sein, gar kein Album, sondern es ist ein Mixtape. So sieht das Ganze aus. Das Bundle kommt hier in einer schwarzen Plastikverpackung und wir haben hier dann noch einen Sticker. Hier lesen wir: Banger Musik präsentiert, Farid Bang, Torremolinos, limitiertes Fanbundle. Dann haben wir die Beteiligten und einen Barcode. Auf der Unterseite glatt schwarz und dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze mal. Schauen wir mal, ob wir es ohne Messer hinbekommen. Na, ist gar nicht so einfach. Ist schon ziemlich stabil verklebt. Und dann rutscht man hier auch noch. Aber ja. Gut, wir werden dann doch zum Messer greifen. Und das Ganze hier dann aufschneiden. Ohne natürlich den darin befindlichen Longsleeve gleich mitzuschneiden. So, aber jetzt. Jetzt haben wir das Ganze geöffnet. Und hier haben wir dann auch schon den Bundle-Inhalt. Also, wir haben hier einmal das Mixtape. Und als zweiten Inhalt hier das Longsleeve. Wir starten wie immer mit dem Album, in diesem Fall mit dem Mixtape. So, einmal. Ups. Gut, das Bundle, soweit ich informiert bin, ist auf 1000 Stück limitiert. Also eine echt geringe Auflage, speziell wenn man bedenkt, was Farid Bang sonst so für Auflagen verkauft. Aber das sind dann ja auch Boxen und richtige Alben. Also, wir haben hier ein Comic-Cover. Und zwar haben wir hier Farid Bang, der hier gezeichnet wurde, am Strand sitzend mit einem Cocktail, neben ihm das Handy, dann die spanische Flagge. Banger Musik präsentiert Farid Bang. Und hier unten rechts lesen wir dann noch den Titel. Der Titel kommt folgendermaßen zustande. Es geht um die spanische Stadtgemeinde, die genauso heißt, nämlich Torremolinos, ist so eine kleine Gemeinde an der spanischen Küste. Und dort hat Farid Bang, soweit ich weiß, einige Jahre seines Lebens, seiner Kindheit verbracht. Und um das entsprechend zu würdigen. So, hier auf der Seite in blau und weiß Farid Bang Torremolinos zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Es sind 13 Stück geworden. Wir haben hier zahlreiche Features. Die Tracks sind großteils bekannt. Also, um das kurz mal zu erklären, von diesen 13 Tracks sind die meisten schon vorab oder im Laufe des Jahres veröffentlicht worden. 4 neue sind dabei. Also es sind wirklich 4 Exclusive Tracks. Unter anderem hier Nummer 1 Stier. Dazu gab es auch eine Videoauskopplung. Und einer zusätzlich noch, also 4 Exclusive Tracks und ein Remix Track. Jawohl, so sieht das dann aus. 13 Tracks mit Features von Vasel, French Montana, wen haben wir noch dabei? Play 69, 6ix9ine, Capo, Game und noch einige andere. Also hochkarätige Featureliste, die Beteiligten und ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Und zwar kommen wir zum Booklet, das recht dünn sein dürfte. Das kriege ich hier gar nicht raus. Aber jetzt. So, wir haben hier den Banger und dann haben wir hier rechts nochmals die Tracklist inklusive der Infos, wer hier mitgewirkt hat. Also hier so das Label Management von Banger Musik. Und hier dann nochmal Sandstrand, Meer und Banger Musik Logo. Sehr schön. Also, wie gesagt, das Booklet recht minimal gehalten. Die CD sieht dann so aus, auch hier wieder Sandstrand und Meer zu sehen. Darüber dann wieder der Schriftzug in Rot. Und auch auf der Rückseite gibt es mehr. Also sehr sommerlich das Album vom Design.
Und dann kommen wir zum zweiten Inhalt des Bundles. Und zwar haben wir hier ein Longsleeve. So, das Ganze ist in Weiß. Wir haben hier oben den Schriftzug Torremolinos in Orange und Schwarz. Dann haben wir hier dahinter noch eine Karte mit so diversen Grenzen eingezeichnet. Und dann haben wir hier auch die Breitengrade. Also das sind dann wohl die Koordinaten der Stadtgemeinde Torremolinos, die hier aufgezeichnet sind. Banger Musik unten hier am Bund in Schwarz. Auf dem rechten Ärmel haben wir dann auch noch einen Torremolinos Schriftzug, wenn ich den richtig positionieren kann. Gar nicht so einfach, wenn das hier so zusammenhängt, der Ärmel. So, hier ein bisschen aufschlagen. So, aber jetzt. So sieht das dann aus. Torremolinos am rechten Arm. Und links haben wir dann nochmals den Längen- und Breitengrad. Wenn ich es schaffe, auch den herzuzeigen. So. So sieht das dann aus. Jawohl, auch hier die Koordinaten. Und auf der Rückseite ist das Ganze blank weiß. Ja, wobei ganz weiß würde ich das gar nicht bezeichnen. Es ist mehr so ein ganz helles Cremefarben. Auch wenn es jetzt vielleicht in der Kamera eher so weiß ist, aber ja. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem Gilden, das habe ich schon länger nicht mehr gesehen, Gilden Ultrakotten. Und zwar haben wir hier 100% Baumwolle. Das Ganze ist in der Größe L und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Es ist ein recht dünner Stoff, aber das ist ja auch okay, weil Longsleeves sind ja meistens mehr oder weniger so langärmelige Shirts und keine Pullover oder Sweatshirts. Deswegen das Ganze etwas dünner gehalten. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Longsleeve in der Größe L und natürlich das Mixtape Torremolinos hier im regulären Jewelcase mit insgesamt 13 Tracks und 12 Features. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Torremolinos von Farid Bang. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Mixtape bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Farid Bang unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.